Was ich recht schön finde an dem Spiel ist, dass es ist der Original Bane und kein. Ah, fuck. Kein, möchte gern wie der aus dem Film. Das war ja wirklich, das war ja ein Lappen im Gegensatz zu dem hier. Ein Hemdchen. So. Und zack. Der hier ist eher originalgetreu, finde ich. Das finde ich gut. Wow. Ah, schnell, schnell, schnell. So, dann machen wir nämlich hier bei ihnen mal ernst, ne? Zack. Au. So, zack. Oh shit. Das hat nicht gut getan. Aber kein Problem. Komm her, Kleiner. Au, 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 au. Und Schnips. Painful payback. Whew. Batman, geht's dir gut? Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Brucha. Nein, Bane. Diesmal zerbreche ich dich. Ja. Jim, geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen. Du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Bane hat Dr. Yang Brucha genannt. Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. Na, die Yang hat auch Dreck am Stecken, glaube ich. Oracle, geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Yang. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten?
Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Young mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathöhle bin. Ja, ich melde mich, ich melde mich. Ich melde mich immer. Denn ich bin Batman. Bane! Da Bane bereits vor seiner Geburt verurteilt wurde, anstelle seines verstorbenen Vaters, dessen Gefängnisstrafe zu verbüßen, wuchs er unter unmenschlichen Bedingungen im Gefängnis von Santa Prisca auf. Sein einziger Freund in diesem Höllenloch war sein Teddybär Osito. Bane flüchtete sich in die Meditation und das Studium unzähliger Bücher und entwickelte... und entwickelte so eine unglaubliche Konzentrationsfähigkeit. Für militärische Experimente zur Erforschung des Steroids Venom missbraucht, überlebte er dank seines eisernen Willens als einziger und konnte fliehen. Als Machtbeweis jagte er Batman und brach ihm das Rückgrat. Aber dies überlebte und schaffte es, Bane zu besiegen, indem er die Venom-Zufuhr unterbrach, der Bane seine übermenschlichen Fähigkeiten verdankt. Okay. Bürgerstername nicht bekannt. Beruf Berufsverbrecher. Gotham City. Braune Augen. Auf Venom grün. Haare braun. Nur 1,67 groß und 64 Kilogramm schwer. Wäre das nicht das Venom, jetzt ist er über 2 Meter groß und über 150 Kilo schwer, was Venom nicht anstellt. Boah, fast 40 Zentimeter und fast 100 Kilo. Deumson, strategisches Genie, zielorientiert, ungewöhnlich heftige Reaktion auf Venom, was ihm außergewöhnliche körperliche Fähigkeiten verleiht, entschlossen Batman und alle anderen Gegner zu besiegen. Ich bin Bane. Okay. Nach Arkham Nord. Au. Schön. Gut. Was das Besondere an Deadman's Point ist, es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmord auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Gut. Ein Zuhause weit entfernt von zu Hause. Jetzt muss ich mal ganz kurz medizinische Abteilung. Jetzt haben wir hier die ganzen Fragezeichen. Das sind alles Riddler-Herausforderung. Wo war das? Medizinische Abteilung. Stellst du dich der Herausforderung? Die wir noch alle irgendwann mal suchen. Irgendwann. Jetzt aber erstmal hierhin? Oh nein. Jetzt weiß ich aber wohin. Hey Boys, na? Das war es mir wert. Jetzt habe ich den Messerfuzzi nicht mehr hier.
Naja, es hätte schöner klappen können. Sorry. So. Aha. Der Höhleneingang. Den ich schon gefunden habe, aber nicht reingehen wollte. So. Tada. Hätte ja sein können, dass das irgendwas ist. Aber naja. So. Und plötzlich sind wir in der Batcave, ne? Oder? Ja, oder? Ja. Blub, 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 blub. Die Bathöhle. Ah, schön. Als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanform. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig machen. Ha. Die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sich in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes beschaffen. Oh oh. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Redclaw! Haben wir jetzt. Schön. Und? Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Jetzt können wir ja mehr hier gucken. Ah, falsche Richtung. Nee, doch nicht. Dr. Young! Penny Young versteht eine brillante Studentin, die für ihre berufliche Karriere alles getan hätte. In ihrem Umfeld galt sie als eiskalte und berechnende Frau. Berechnende Frau, okay? Die sich einzig und allein auf ihr aktuelles Projekt konzentrierte. Schließlich engagierte sie Quincy Sharp, der Leiter der Anstalt von Arkham, als Leiterin der internen Forschungsabteilung und betraute sie mit der Heilung der besonders schwierigen Fälle unter den Superschurken von Gotham City. Penelope Young, Forschungsleiterin, Anstalt von Arkham. Blaue Augen, brünette Haare, 1,67 groß, 55 Kilo schwer. Abschluss einer Gotham University mit Auszeichnung, widmet sich der Entwicklung eines Heilmittels für verschiedene Formen krimineller Geisteskrankheiten. Übersteigerter beruflicher Ehrgeiz, intolerant gegenüber Personen, die ihre Arbeit behindern. So viel zu dieser Dame. Oh, das unterirdische System. Ah, das unterirdische System. Das werden wir wohl nächstes Mal machen. So, ich hoffe. Treten. Treten. Treten.
betreten. Batclaw abfeuern. Muhahahaha. Schön, dass wir das machen können. Wusste ich nicht. Treten. Ah, okay. Aber naja, wie gesagt, das werden wir ja wohl nächstes Mal erst machen. Ich hoffe, die Serie gefällt euch. Und das wird nächstes Mal sehen und bla. Bla, bla. Den ganzen Dreck, den ihr ja schon kennt. Na? Treten. Treten. Und man hat sie nie wieder gesehen. Mein Name ist Silgmann. Wir sehen uns beim nächsten Video. Es heißt Let's Play Batman Arkham Asylum. Bis dahin. Ciao.